Mist! Außerdem sollte ich so gut schärfen, ich bin auf roter Schärfe unten. Nein, da brauche ich keine rote Schärfe, nein danke. Ja? Zu hören bin ich Main, Alter. Gar nichts. Attacke, commit to the charge! Oh, cool! Komm her da! Voll daneben! Schön für dich, komm her da! AC-130 ist gerade am Vorbeifliegen. Ist der Blitzer groß, oder? Links von uns. Da hinten ist er. Okay, interessant. Jetzt ist er über uns. Und richtig angepisst anscheinend, weil wir ohne Spaß haben. So, jetzt wieder mit Scheiß abgeworfen. Verpiss dich! Oh, sehr schön, der Schwanz ist gleich anbrochen. Wir können abschneiden, der Schwanz. Machen wir jetzt ihn zu einem halben Mann! Komm her! Ach, verdammt. Okay, warte kurz mal. Material aufheben. Sehr gut. Das kann mir nicht so schwer machen, mich zu pieksen. Ich bin die Maus, die du niemals kommen wirst. Komm her. Gut. Mist. Ja, es hat Hunger. Es hat Hunger, ganz schlecht. Verdammt, der Scheiß ist so verschlafen. Verschleifen jetzt mal ganz schnell. Schleifen, schleifen, bitte schleifen, bitte greifen Sie da an. Check den Bitte! Zählt heute ein Bitte auch nicht mehr. Shirley Not. Musst du schneller werden. Oh, Betelgeist angepisst ist oben drauf noch. Au. Deswegen habe ich mir der... Okay, ich könnte jetzt entweder explodieren oder überleben. Eins und beiden reintreten. Der ist jetzt nicht wirklich. Der ist was, der ist was, der ist was. Wehe dir. Geh weg. Oder der schleift uns zu seinem Versteck. Wehe dir, du nimmst die Abkürzer, nämlich ganz, ganz stinkig. Er nimmt die Abkürzer. Port dich zum Elferlager und dann geht schon weiter. Fuck. Kann ich. Sind im Kampf verwickelt. Nein, doch nicht. Elferlager. Ach Mist, wir müssen hinrennen. In der Sache von ein paar Metern, deswegen ist relativ chillig. Ein paar Meter, ein paar hundert Meter. Müssen den ganzen Weg nämlich noch rund auch noch rennen. Kaum ein bisschen Cardio, ne? Ich mache hier das Cardio, ich muss mit der Lanze chargen. Ah, der einzige Punkt, wo man gegen einen Walhazak wirklich kämpft. Ne, ja, der ist ein Stück weiter vorne. Der ist sogar nicht von bis nach Hause gegangen. Komm her, du mächtiger Vogel! Jo. Keine Sorge, das Jerky kommt gleich. Jerky aktiviert. Und eine Heilung oben drauf.
muss weh getan haben. Mit 200 Schaden. Sehr gut, wir haben Affinität hoch. Oh, nochmal 300 Schaden. Nice. Ah, er ist auf. Er ist auf Totenkopf. Müssen wir ihn fangen? Nö, nee, oder? Ich fange ihn einfach, weil es ist kürzer, bevor er so seinen endlos langen Todeskampf haben hier. Komm her, bei Fuß. Eins, zwei, gute Nacht. GG. GG. No re. Gute Nacht. Außerdem ist die Wartezeit etwas kürzer, anstatt auf 60 ist nur 20 Sekunden. Ich verstecke mich jetzt im Busch. Hier, nimm deine Wurst. Okay, wir haben... Drei Rüstkugeln, ein bisschen unnötigen Mist und zwei leuchtende Fädensteine habe ich bekommen. Schleichjuwel und Eisenhaut. Und Lebenskraftio. Passt doch. Ich brauche noch, ich brauche noch ein Freundschaftsjuwel, dann habe ich auch meine Waffen, also für Distanzschuss. Maximum Power. Also Wide Range. Gut. Oh, so nice. Jetzt musst du mit dem Admiral reden, der gibt dir eine Cutscene. Dann darfst du dich wieder zum Versammlungsplatz begeben. Und dann können wir das machen. Okay, klingt doch... Ah, da ist doch dieses dumme Stück Scheiße. Oh, wo ist denn hier die nächste Kiste? Es ist gut, links. Jetzt können wir die Kulvetaro-Belagerung machen. Ich fange schon mal eine an. Gut, du musst nur reinjoinen und dann geht's schon. Da will ich mal sagen, du trittst bei und wir ziehen los. Für die Kulvetar auf Jagd. Ja. Vorne auf was essen. Lange am Beitreten, ne? Yep. Das ist Stufe 1 gerade. Und die Heide muss man nur abknallen, oder was? Das Ziel ist, ihre Hörner zu brechen. Das schaffen wir aber beim ersten Mal nicht, weil wir A nicht genug Zeit dafür haben und die Chance, dass wir es brechen, zu niedrig ist. Dass überhaupt Teile brechen. Also, hol dir was zu essen und dann los geht's. Oder hast du schon gegessen? Stimmt, ja. Doch, hab ich. Gut, dann... Lass uns aufbrechen. Wie viele Stufen gibt es eigentlich von Corvataro? Ich glaube 5? Es gibt 3 Phasen auf alle Fälle. Das ist die erste. Willkommen in Eldorado. Ach ja, jetzt kommt der große Spaß am Anfang. Wir dürfen das suchen. So, kann man machen, ne? Ja, man kann von ihm von oben was runterfallen lassen, sage ich dir gleich. Es gibt ein paar Punkte. Los geht's. Ah, Steine nicht vergessen. Immer wichtig. Okay, jetzt kommen wir zum ersten Problem. Wir müssen sie suchen. Okay, wo ist die Bitch? Gold, Gold, Gold. Drüben? Nein. Hier? Nein. Irgendwo? Einheimische. Wo? Ja, hier sind Einheimische. Bin bereit. Ich nehme mehr Zeitexplosion. Bleib mehr rein.